Hast du mal kurz Zeit? Eigentlich nicht. Aber weil ihr unsere Spezies vom Aussterben gerettet habt, warum nicht? Was glaubst du, bedeutet der erste Totempfahl? Wie ihr wisst, beschäftigt uns das schon seit vielen Jahren. Wir glauben herausgefunden zu haben, dass der erste Totempfahl einen Wirbelwind darstellt. Der Charakterzug eines jeden Yeti. Wild und ständig in Bewegung. Was will uns wohl der zweite Totempfahl Ihrer Meinung nach sagen? Ich bin froh, dass ihr gefragt habt. Ich glaube, es ist ein Hinweis auf die lange Geschichte unseres Volkes. Die unglaubliche Resistenz der Yetis, die Jahrtausende überlebt zu haben. Wie passt der dritte Totempfahl in das Schema? Ich versuche, das unmissverständlich auszudrücken. Der Pfahl zeigt die Harmonie zwischen zwei nebeneinander bestehenden gleichartigen Lebewesen. Eine Harmonie, die wechselseitigem Respekt und Verständnis entspringt. Was stellt der vierte Totempfahl dar? Diese Frage wurde mir schon viele Male gestellt. Meine Antwort: schnelles Wachstum. Wir kommen wieder. Ich werde hier sein. Ich denke, dass ich ein Totempfahlrätsel gelöst habe. Lass mich mal sehen. Ein handlicher Wirbel. Gut nachgedacht. Denken hat nichts damit zu tun. Hey, Häuptling, ich glaube, ich habe eines dieser vertrackten Totenfallrätsel gelöst. Ein Original-Dinosaurierzahn. Ich dachte mir schon so etwas Ähnliches. Sagte er original? Ich glaube, wir haben ein Geheimnis dieser Totempfähle gelüftet. Das haut mich um. Eine Kombination aus Mensch und Natur. Nicht schlecht. Ist es jetzt eine Suppe? Hey, Mr. Häuptling. Ich glaube, wir haben etwas gefunden, das einen der Totempfähle erklärt. Ja? Was ist es? Haarwuchsmittel. Sehr ergiebig. Wir klauen nun mal gerne Kopfkissen.